in den YouTube-Kanal Kriegel 79. Wir sind den Dinkel am Ernten. Kurzer Outro. Ja, Dinkel auf Dämmen. Ihr seht, wunderschöne Ähren. Nur das Problem, sie haben recht viel. Also mindestens, ich denke, ein Drittel vom Feld ist ins Lager gehangen. Und leider halt ziemlich tief ins Lager. Und ja, das macht es mit den Dämmen auch nicht einfacher. Es ist eine Herausforderung zum Ernten. Aber Köbi, mein Drescher-Pilot, der hat zum Glück gute Nerven und der macht das. Der steckt das weg sozusagen. Ertragsmäßig sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Aber dadurch, dass wir leider Gottes nicht alles erwischen, weil schaut mal, so sieht das aus. Zum Teil fallen dann ganze Ähren fallen durch, einfach weil das Getreide so flach liegt. Und ich fürchte 20% Ährenverlust dadurch. Wenn ich das über die ganzen Blätter so anschaue, befürchte ich etwa 20% Verlust auf dieser Fläche. Das ist leider schon ziemlich viel. Okay, nachher werden wir in der Ebene unten noch dreschen. Und dann ja, werden wir mal sehen, was das gibt. Ja? Das Feld ist fertig, wird abgepumpt. Sola, gestern gepresst, jetzt heute, der 28. Juli. Ich habe das Dinkelstroh geschwadet, an die Schwad gelegt und das sollte eigentlich heute noch gepresst werden. So Gott will, die Presse kommt und so weiter. Ja, heute sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Also wir hatten gestern, ich war da wirklich nicht so begeistert, weil der Dinkel, der ist da ziemlich, zum Teil ziemlich stark ins Lager gegangen. Und man sieht es auch zum Beispiel hier, ja, das lange Stroh, das da noch so rumliegt, das kommt davon, ja, dass der Drescher das Stroh nicht sauber abschneiden konnte. Nun, ja, was soll ich sagen, ich kann es nicht mehr ändern. Das Problem ist einfach, dass wir dadurch ja, schon einen gewissen Verlust haben an Ähren, an Fäsen, die wir verloren haben, die wir nicht ernten konnten. Ich habe das gestern dann noch abgeliefert, den Dinkel, habe die Resultate gleich ja, etwa 10-15 Minuten später schon bekommen. Ertrag auf 90 Ahren 3060 Kilo bei einer Feuchte von 19,5. Also er war etwas zu feucht, sicher damit geschuldet, dass er halt stellenweise wirklich sehr stark im Lager war und dadurch halt auch recht tief gedroschen werden musste oder versucht wurde tief zu dreschen. Hektoliter 44,5 ist für Dinkel, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und was noch? Na, das ist es eigentlich schon.
Also 3 Tonnen. Ich habe dann für mich das weggerechnet, also minus 4,5% Trocknung. Dann sind wir irgendwo bei 2850, 2860 Kilogramm Dinkel auf die 90 Aren hier. Da komme ich wieder knapp auf 3 Tonnen Ertrag. Muss sagen, mit 100 Kilo Saatgut eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ja nicht gewollt gewesen so, aber es hat beim Säen hat es einfach nicht so viel runtergelassen, wie wir eigentlich wollten. Der Dinkel hat aber super bestockt und dadurch wurde das Ganze auch kompensiert. Und was ich jetzt euch noch zeigen möchte, ist das hier. Ich bin hier mit der Gabel noch etwas Stroh am Zusammenkratzen, vor allem da an den Enden, wo es nicht ganz so sauber gegangen ist. Auch das ist noch erstaunlicherweise noch recht gut gegangen, das Strohschwaden. Da habe ich wirklich noch gestaunt, dass das so gut geht. Und jetzt möchte ich euch etwas zeigen. Also, ich bin da mit der ganz normalen Heugabel unterwegs und jetzt steche ich da mal so in den Damm hinein. Also man sieht schon, es geht sehr, sehr ring. Und mit einer Hand hebe ich jetzt das Ganze hier aus. Und ja, wenn ich das hier so anschaue, diese Krümelstruktur vom Boden, dann ist das schon noch ziemlich eine hübsche Sache. Natürlich, es hat auch noch eckige Teile zum Teil hier, aber was auch wirklich sehr schön zu erkennen ist, wie stark der ganze Damm durchwurzelt ist. Ich nehme da mal eine ganze Pflanze heraus, also man sieht, der ganze Damm ist durchwurzelt von dieser Pflanze hier. Und das ist ja das, was der Unterschied ausmacht zwischen Damm und Flachanbau. Die Pflanze hat mehr Platz, um Wurzeln zu bilden. Und wenn ich das hier so anschaue und noch etwas ausschüttle, dann sind das jetzt, ja, das sind 2 Pflanzen. Nehmen wir die hier noch weg. So. Einmal, zweimal. Oder? Und wir sehen auch, wie tief runter das Ganze jetzt noch gegangen ist. Also die feinsten Würzelchen, die sind hier, ich sage jetzt mal, die sind auf eine Tiefe von etwa 15 cm. Vielleicht sogar fast 20. Und das ist gar nicht so schlecht. Das finde ich richtig toll. Und auch der Boden an sich hat eine ganz schöne Struktur. Wirklich schön. Und er ist noch feucht. Das ist, kommt noch ein weiterer Punkt. Der Boden ist immer noch schön feucht. So, das ist beim Damm. Und jetzt möchte ich natürlich auch zeigen, wie das neben dem Damm ist. Also auch hier geht die Gabel recht schön einfach rein. Das ist nebenan. Also hier sind die Grindel gefahren. Und auch hier sieht es gar nicht so schlecht aus. Jetzt suche ich mir dann noch eine Fahrspur von dem Mähdrescher. Was haben wir hier? Wo haben wir hier Mähdrescher-Fahrspuren? Ah, dieses Geräusch. Hört euch das an. Ah, wunderschönes Stroh. Sehr schön weich, das Stroh, erstaunlich weiches Stroh. So, man finde ich jetzt da wirklich nichts. Doch, hier. Hier. Hier ist der Drescher gelaufen. Und auch hier. Wunderbar. Tipptopp. Natürlich. Natürlich. Es waren trockene Verhältnisse. Also letztes Jahr, ja, ich weiß nicht. Vor einem Jahr hatten wir ziemlich nasse Verhältnisse. Da hätte es bestimmt anders ausgesehen. Aber jetzt für dieses Jahr bin ich soweit so gut zufrieden.
Schlussendlich muss ich sagen, obwohl es gestern bei der Ernte ja, etwas nervenaufreibend war, die ganze Geschichte, muss ich für dieses Stück hier eigentlich eine positive Bilanz ziehen. Erstes Mal Darmkultur in einer Lage, die nicht unbedingt einfach ist. Also es ist Hanglage, also schräg und so weiter. War zum Anbauen nicht einfach, zum Pflegen nicht so ganz einfach. Aber ich finde, wir haben ein ziemlich gutes Resultat hinbekommen. Okay, also, so viel zum Thema. Dinkelernte auf Dämmen. Ich sage mal eine positive Bilanz, schlussendlich. Mit einigen Höhen und Tiefen, aber schlussendlich muss ich sagen, bin ich zufrieden. Also, das war's. Ja, vielleicht fiel mich dann noch das Pressen, aber ich muss mal schauen. Je nachdem. Gut, gehabt euch wohl, macht's gut und tschüss zusammen.